I turn away from the ball. Oh. I stumble and fall. Oh. But I give you a. Nicht so laut, Manuela! I am a woman. Nicht so laut! And I do anything to get you. Nicht so laut, Manuela! Wochenshow-Ausgabe 219 am 14. März 2021. Ja, auch von mir ein herzliches Willkommen zu dieser aktuellen Ausgabe. Ja, und es ist die erste Ausgabe, die wir theoretisch ohne unsere Scheibe machen könnten. Ja. Weil erstens, du bist jetzt rundum geimpft. Ja. Zweite Impfung, Ja, also sagen wir so. Also ich habe diesmal meinen Arm gemerkt und ich war am Folgetag echt matt. Also mir ging es nicht schlecht oder so, ich hatte keine Grippe oder sonst irgendwas. Aber ich war echt dauermüde. Ich war nur schlapp. Wirklich so wie wenn du so eine Grippe hast und bist einfach nur, du willst einfach nur auf der Couch liegen und nichts tun. Was hast du getan? Auf der Couch gelegen und nichts getan? Nein, ich habe an unserem Balken gearbeitet, den wir nicht hier oben. Und dann haben wir da noch ein bisschen gestrichen, habe ich noch ein bisschen Holz gemacht und dann war der Tag schon wieder fast vorbei. Und der zweite Grund, warum wir das Scheibchen heute eigentlich nicht bräuchten, ist, dass ich heute zum ersten Mal, also am Donnerstag, zum ersten Mal einen Schnelltest gemacht habe. Das erste Mal? Ich wurde noch nie auf Corona getestet. Nein! Ja. Heute, bei mir sind also jeden zweiten Tag. Ja, du bist ja auch in der Pflegebranche. Ja, ja. Wir testen ja auch weiterhin. Trotz, dass wir jetzt geimpft sind, testen wir weiter. Ja. Es gibt nämlich jetzt in Lenitz das das Corona-Testzentrum des Landkreises Oberhavel, ja, mit gesehen, der Johanniter. Habe ich gesehen. Genau. Die Johanniter sind zum Beispiel echt cool. Die haben ja eine Wohngemeinschaft, eine Seniorenwohngemeinschaft in Klinike. Und die waren ja wirklich, du hast beim Gesundheitsamt angerufen, braucht mal eure Hilfe. Und prompt standen die Johanniter vor der Tür und haben gesagt, hier sind wir, machen wir. Und alt komplett reibungsloser Abgang. Sehr gut, sehr guter Verein. Ja. In Gransee gibt es auch eine Schnellteststation seit dieser Woche. Und dann gab es ja ab Sonnabend, letzte Woche Sonnabend, gab es ja bei Aldi die selbst, also die ja, ganz kurz mal. Ganz kurz mal. Die gab es so für 2 Sekunden. Geführte 2 Sekunden, wenn nicht sogar weniger. Genau. Also ich muss sagen, das war ja echt eine PR-Sause, oder? Nee, natürlich. Da lockst natürlich nicht nur, dass du die Leute zu Aldi lockst, sondern die gehen ja da nochmal einkaufen, wenn die sowieso schon da sind. Ja, nicht nur die Leute lockt man, also es wurde ja in den Medien überall über Aldi gesprochen. Es gibt ja zwei Aldis, Aldi Süd und Aldi Nord, und beide waren sie ja gleich. Naja. Wo war es da noch? Wo gab es da noch? Bei Drospa? Nee, nicht bei Drospa, bei. Na, aber nicht schon am Sonntag, glaube ich. Nee, doch, Rossmann und nee, glaube ich auch. Ja, nee, die sind erst, wenn überhaupt, in dieser Woche schon erst nachgezogen. So. Aber es war tatsächlich so, um 7 Uhr öffnet Aldi in der Regel. Also 7:02 war auch so. Ja. Ist wie beim Ärztekonzert übrigens, ja. Da meldet man sich stundenlang vorher an und dann pleite. Die haben quasi Ärztekonzert. Die haben quasi schon mit dem Ausverkaufsschild dagestanden, als sie die Tür geöffnet haben. Ja. Das ist, wisst ihr, die Ostreihe, wisst ihr, wie früher im Osten, gibt's Bananen? Ja. Ja, und es war tatsächlich so, dass sie in den meisten 4 Jahren nicht mal 10 Packungen hatten. Ja, das, wie du schon sagst, das ist dann wirklich eher mehr PR als alt andere. So, wenn du dann, machst du schon auf? Nee, ich mache jetzt nur so, weil ich Durst habe. Toll, ich darf noch nicht. Nee. Kann ja wohl nicht wahr sein. Dann mache ich meine auch noch nicht auf. Toll, genau so ist richtig. So ist richtig. Ich habe nämlich, also, weil ich meine, wenn es jetzt sowas, also es ist jetzt so, dass du einmal in der Woche einen Schnelltest machen kannst an dieser Teststation. Es gibt inzwischen kostenlos. Es gibt inzwischen auch eine Apotheke in Oranienburg, die das anbietet, echt? Die Preußenapotheke. Da kannst du das inzwischen auch jetzt kostenlos. Toll. Musst dich allerdings online anmelden vorher. Prima. In Lenitz kann man einfach hinfahren. Ja, so sollte auch sein. Und das habe ich heute gemacht. Und nun ist es so, meine Kamera und ich sind im Moment dicke Freunde. Nicht so die dicken Freunde. Nein. Ich habe jetzt eine andere Einstellung hinbekommen, dass sie, glaube ich, jetzt das nicht mehr macht mit diesen schnell, also unscharf und scharf.
Hat aber zur Folge, dass man sie einmal unscharf stellt, dann bleibt sie unscharf. Und nun ist es tatsächlich so, ich habe diesen Akt... Sind wir unscharf Community? Nein, es war ja scharf. Also, und nun war es tatsächlich so, dass der Akt des Schnelltestmachens ist unscharf. Aber man erkennt so ein bisschen was, ich habe ein bisschen drumherum gequatscht und deswegen ein ganz kurzer Eindruck davon, wie denn dieser Schnelltest in Lenitz abging. Bitteschön. Guten Tag. Sie kommen zum Schnelltest. Genau. Okay. Ja, weil ich gerade festgestellt habe, das ist ja alles unscharf gewesen. Manchmal steckt man echt in dieser Technik nicht drin. Ja, erzähle ich es einfach so nochmal. Also man fährt ja hier hin, es ist das ehemalige Kasernengelände in Lenitz. Es ist auch alles ausgeschildert, man kann sich eigentlich nicht verfahren. Es ist hier so ein kleines Gelände, dahinter steht so ein kleines Zeltchen. Und dann fährt man da ran, man muss erstmal einen kleinen Zettel ausfüllen oder zwei kleine Zettel. Und dann geht es auch schon los. Dann kommt dann die Frau oder der Mann, in dem Fall meine Frau, in meinem Fall war es eine Frau. Und dann wird hier ganz schön drin rumgerührt in der Nase. Und das ist sehr unangenehm. Es dauert relativ lange, geht relativ tief rein. Es ist nicht mal so ein Druck, aber es ist so ein ziemlich ekliger Kitzel. Ich weiß es, ich kann das Gefühl überhaupt nicht beschreiben. Ein bisschen zurück, ganz entspannt, ja? Also immer. Schön locker lassen. Na, schön langsam und dann mit den Fingern so ein bisschen. Ja, wenn die Tränen kommen, ist es richtig. Ja. Was aber tatsächlich so ist, also im Moment geht es wirklich fix. Also ich bin hier rangefahren, konnte sofort ausfüllen. Vor mir war gerade ein Auto, was auch gerade losgefahren ist. Also es gibt im Moment überhaupt keine direkten Wartezeiten. Die Wartezeit besteht nur darin, dass man dann jetzt halt auf dem Parkplatz steht und auf sein Testergebnis wartet. Ich glaube, vor mir ist noch der Herr dran, der im Auto neben mir sitzt. Aber dann bin ich auch schon dran und dann kommt das große Erwachen, ob positiv, was ein negatives Ergebnis wäre, oder negativ, was ein positives Ergebnis wäre. Hallihallo. Hallo. Ein wunderschönes negatives Ergebnis. Sehr schön. Für Sie. Danke. So, ich nehme die Nummer, ja? Ja. Danke. Tschüss. Ja, negativ. Gott sei Dank. Dann kann das Leben ja jetzt erstmal weitergehen, zumindest für die nächsten 8 Stunden oder so, wie lange das hier so gilt. Ja, negativ, das ist doch mal was Positives. Mit Popel oder ohne Popel? Das weiß ich nicht. Tja. Aber also, wenn du das ja quasi alles, das ist ja wirklich unangenehm, oder? Ja, es ist, also, ich war mal beim richtigen PCR-Test, das musste ich auch mal, und da haben sie ja wirklich ja extreme, richtig tief rein und und dann nicht nur, das macht viele falsch machen, das ist ja, da darfst du nicht an einer Stelle, musst du dich ja ein bisschen versetzt und da noch ein bisschen. Das ist ja echt unangenehm. Dann. Aber es ist auch so, dass wenn man, achso, hier übrigens mein Testergebnis, ja. Zertifiziert, ja. Mensch, komm, wir wollen mal hier abnehmen, komm, wir werden kommen. Nee. Ach, das ist egal. Kann ja auch. Wir wollen es ja, wir können ja kein Risiko. Nein, kein Risiko. Vorbildfunktion. Und es ist so, dass wenn du positiv bist, dann kannst du auch direkt vor Ort, wird dann sofort der PCR-Test gemacht. Das ist richtig. Ja. Das ist cool. Das finde ich auch cool. Das hatte ich auch so nicht gedacht, weil ich so dachte, naja, was ist denn, wenn man jetzt positiv ist, dann theoretisch, kriegt man... Nach deutscher Bürokratie müsste man erstmal mit dem Gesundheitsamt erstmal Kontakt aufnehmen, dann müsste man erstmal in die Quarantäne. So steht es auch komischerweise auf dem Zettel, die und man bekommt. Und dann kriegt man erst von dem Gesundheitsamt ein Datum, wann man denn zum PCR-Test müsste. Und in dem Fall, man kann sofort den PCR-Test machen lassen, dann wird man natürlich gebeten, in die häusliche Quarantäne zu gehen und man dann meldet sich irgendwann das Gesundheitsamt mit dem Ergebnis. Kann man mal sehen. Ja. So geht alt vonstatten. Von einem Mann. Haben wir noch heute. Affligem. Grippe. Was? Grippe? Trippel. Affligem. Trippel. Trippel? Trippel, ja. Ich habe jetzt ganz viele Wortassoziationen. Trippel? Ich habe nur... Ja, böser Junge. Ganz böser Junge. Du willst bestimmt doch mal probieren. Natürlich. Einen Schluck. Ich habe ja meinen Mund schon vorgewässert.
Das Glas ist wieder nicht ganz sauber. Aber wem wundert es? Ich wundere mich ja hier über gar nichts mehr. Oh, da ist aber sehr viel Schaum, da ist ja fast gar nichts drin. Ja, kannst du mal sehen. Das ist ja auch mir gerade fast gar nichts gegeben. Ja, weil du 03 hast, ich muss ja über die Sandung kommen. Ja, trink mal. Boah. Ich will ihn nicht beeinflussen, aber boah. Kann er nicht. Oh. Ja, also. Affligem. Ach, ein belgisches Bier. Hast du es erwähnt? Ja, bestimmt. Nein, habe ich noch nicht erwähnt. Affligem gebrouwen in Belgie. Oder Belgie. Ich weiß nicht, wie sie sich selbst aussprechen. Triple ja. Irgendwas. Ja. 9%, diesmal wirklich 9% Alkohol. Es schmeckt ja gut. Das, meine Damen und Herren, war... Keine Wochenschau. Wiedersehen. Ja, mehr kann ich hier nicht lesen, weil es ja alles auf Belgisch ist. Also, ja offenbar Informationen. Hier steht drin, Affligem Triple ist ein bernsteinfarbenes, goldenes Triple mit einem stabilen, weißen Krone. Ja. Fruchtig-süße Aromen bestimmen den Charakter dieses Königs des Klosterbieres. Trotz des kräftigen Körpers hat das Triple einen erfrischenden Geschmack. Ja. Tief einatmen. Ich finde es großartig. Hat total weichen Geschmack. Also, was hältst du denn? Das ich finde, es ist ein absolut widerlicher Geschmack. Nein. Es ist wirklich, also so... Weich. Es ist wirklich widerlich. Sehr lecker. Ich möchte fast sagen, es ist das Schlimmste, was ich hier je getrunken habe. Nee, wir haben ja wirklich schlimme Biere gehabt. Nee, es ist ein wirklich, ich finde, es ist ein ganz ekliger Geschmack. Das stimmt nicht. Vielleicht liegt es auch daran, an dieser wunderbaren Springel-Cola. Aber, Neun Springel, das ist eine Brauerei aus Nordrhein, die aus Niedersachsen, glaube ich. Ja, wie auch immer. Das ist ein wirklich, das hatten wir auch noch nicht hier gehabt. Wieso hatten wir das Bier eigentlich noch nicht hier? Neun Springel. Ja, weiß ich doch nicht. Keine Ahnung, die Wahl. Also wieder mal ein zweigeteiltes Urteil. Ja, ja, also Festivals fallen ja wieder aus. Ja, einige, aber noch krass ist ja, die machen ja sich ja wirklich noch Gedanken fürs Wacken. Selbst die Tagesschau, die sagt, ja, Wacken könnte noch sein. Und auch der Ministerpräsident von Schleswig-Holstein, Herr Daniel, meinte, ja, Wacken. Nein, ich meine, gut, ja, die Schleswig-Holsteiner haben ja durchaus den Vorteil, das ist ja plattes Land und da sind die Zahlen ja offenbar tatsächlich nicht so hoch. Aber ja, aber die haben ja schon ordentlich abgesagt, jetzt gerade über Event im Live, also Rock am Ring, Rock am Park, Deichbrand, Hurricane und, wobei, Hurricane ist ja auch in der Nähe von Bremen, aber wobei, die sind nicht früher, die sind ja im Juli, glaube ich. Das wird daran liegen, Southside. Na gut, aber Wacken ist auch, ach nee, Wacken ist August. August. Na gut, erstens, so, da ist dann durchaus noch Hoffnung. Ja. Dann gibt es ja den Maskenskandal. Oh ja, da hängt eigentlich schon wieder auf, dass wir letzten Wochen darüber reden. Ja, wir müssen mal sprechen. Schön mal darüber rumgeschifft, aber nicht gut, weil ich den Namen nicht aussprechen könnte. Nüsslein. Georg Nüsslein von der CSU und Nicolas Löbel von der CDU sind wohl beide nicht mehr in ihren jeweiligen Parteien. Nee, und der Löbel ist ja aus der Fraktion austreten, wobei der Nüsslein noch geblieben ist. Tja. Deswegen haben wir auch jetzt diese tolle Lobbyistengesetz. Was vielleicht erklärst du nochmal, was denn da eigentlich genau passiert war. Na, wie wollen wir das am besten beschreiben? Die haben ja, es geht ja um die FFP2-Masken, da haben sie wohl, wie nennt man das, Gage bekommen, damit sie die Verträge weitergeleitet haben oder wie nennt man das, oder Konditionen bekommen, dass sie Geld bekommen haben, oder wie haben sie Gelder gekriegt, dafür sie das irgendwann vermittelt haben. Also diese Aufträge vermittelt haben, so jetzt haben wir es. Mhm. Und da ist es wohl nicht ganz sauber. Eigentlich dürften die, glaube ich, hätten gar kein Geld nehmen dürfen. Für diese, also Provision nehmen können, jetzt haben wir es. Ja, eine schwere Geburt. Und die haben halt kräftig abgesagt, glaube ich, 600.000 oder noch irgendwie mehr. Oder ordentliche Gehälter. Das finde ich dann schon wirklich. Also, das ist halt ja so typisch, wo der eine leid, ist des anderen Mammon. Also, jetzt hat er neulich ja auch jetzt ein CDU-Abgeordneter aus Thüringen sein Mandat niedergelegt, weil der auch irgendwie, ich weiß, ganz koscher war. Der Brinkhaus und der Dobrindt haben ja ein Brand-E-Mail an alle Fraktionsmitglieder geschickt. Wer sich jetzt noch mal dazu äußern möchte, wer irgendwelche lobbyistische Arbeit geleistet hat, denke, möge bitte jetzt sprechen. Jetzt sprechen wir für ewig aus der Fraktion austreten. Dass es nur einer war, ist überraschend.
Aber es gibt ja andere Lobbyisten. Wir wollen uns ja gerade mal auf die FFP2-Masken beziehen. Da gibt's ja. Aber seit Jahrzehnten haben wir diese Lobbyistentum da in der Politik, aber jetzt wollen sie anscheinend jetzt aber wirklich jetzt angehen. Schauen wir mal. Dann ist ja die Frage, wann beginnen die Impfungen in den Arztpraxen? Ja, anscheinend wohl Mitte April. Bloß, ich habe heute eine Arztvisite begleitet und die Hautärztin zu mir sagt, wir wissen von nichts. Wir wissen doch gar nichts. Ob wir impfen sollen, wir wissen noch nicht mal, was sein soll. Was aber das ist ja nicht ungewöhnlich, weil also zum Beispiel jetzt mit diesen kostenlosen Impfungen war es auch so, dass die Leute vom Landkreis sagen, ja. Naja, also wir wissen das ja auch erst seit ein paar Tagen, das machen wir jetzt alles so aber innerhalb. Das Krasse war ja, wir haben ja diese Woche auch Kontakt mit dem Berliner Senat gehabt und haben also auch Sachen rausgeschickt, wo es darum ging, dass pflegende Angehörige jetzt spontan impfen. Wir haben einen riesen Aufwand diese Woche gehabt, da die Angehörigen rauszufiltern, welcher der erste, und dann, dass wir die dann auch weitergeben an den Berliner Senat, dass die dann sozusagen auch geimpft werden dürfen. Die sind alle weit unter 65 und die können jetzt sich auch impfen lassen. Also das war ein tierischer Aufwand. Es ging nicht darum, selbst es ging ja so weit, dass selbst die pflegenden Angehörigen, wo selbst ein Pflegegrad, nicht ein Pflegegrad, sondern selbst kein Pflegedienst involviert ist, wo wir nur Beratungsgespräche führen, also sozusagen eine Kontrolle machen, ob die Pflege gesichert ist, selbst die dürfen ihre jetzt auch geimpft werden. Und das Krasse dabei ist, dass selbst diese Gepflegten noch nicht mal geimpft wurden. Also dass sozusagen die pflegenden Angehörigen eher geimpft werden, als die eigentlich Gepflegten, die weit über 80 sind. Weil ja kein Impfteam zu so einem Typen nach Hause kommen. Ja. Angela Merkel hat gesagt, 3-4 Monate wird es noch schwierig. Ja. Und das halte ich nicht so für ausgeschlossen. Das stimmt, weil wir sind ja jetzt in der dritten Welle, haben wir ja heute. Naja, ist die Frage, ob sie denn kommt. Also nicht kommt, sondern ob wir schon drin sind. Im Moment ist es ja alles so, es ist ja steigend. Ja, aber es ist, also gerade heute, also gerade am Donnerstag, haben wir ja plötzlich wieder 14.356 neue Fälle. Das ist 2.400 mehr als vor einer Woche. Und auch in Oberhavel. Super. Und auch in Oberhavel ist die Inzidenz plötzlich wieder auf 92. Also es ist alles, geht alles immer so hoch, runter. Es ist halt alles noch ein bisschen uneinheitlich. Ja, aber dafür haben wir einen neuen Impfstoff von Johnson & Johnson. Der hat ja den Vorteil, man braucht nur eine Pixel. Ja, ich bin. Schauen wir mal, ob das besser wird als und das Image besser ist als das von AstraZeneca. In den Corona-Gesprächen geht es jetzt weiter. Heute mal mit dem Thema Lokalpolitik. Uiuiui. Ich war gerade bei AstraZeneca, so schneidest du mir das Wort ab. Ja, toll. Wir haben ganz viel Programm. Ganz heute. Viel Programm. AstraZeneca, nicht AstraZeneca. Ja, siehste. Also, Lokalpolitiker. Corona-Gespräch mit einem Lokalpolitiker. Und es ist Toni Sieg, der sitzt im Ortsbeirat in Grüneberg, ist in der Gemeindevertretung des Löwenberger Landes. Und ist in der SPD und macht noch ganz viele andere Sachen. Und ihn habe ich auch mal gefragt, wie er denn mit Corona klarkommt, was es mit der Lokalpolitik macht und wie das alles so läuft. Okay. Ich begrüße in keine Wochenshow Toni Sieg in unserer kleinen Reihe mit den Corona-Gesprächen. Wie ich ja inzwischen so schön sage, beschäftigen wir uns diesmal ein bisschen mit Lokalpolitik. Hallo Toni. Hallo. Du bist einerseits im Ortsbeirat in Grüneberg, andererseits bist du auch in der Gemeindevertretung im Löwenberger Land, bist SPD-Fraktionsvorsitzender im Löwenberger Land. Wie bist du eigentlich grundsätzlich zur Politik gekommen? Ich habe mich damals während meiner Oberschulzeit schon sehr für Politik interessiert, war immer sehr neugierig gewesen und angefangen hat eigentlich alles damals bei der Schülerzeitung. In Löwenberg? Genau, in Löwenberg. Da habe ich halt Artikel geschrieben und hatte meinen ersten Termin damals mit dem damaligen Staatssekretär für Bildung, dem Herrn Burkhard Jungkamp. Und da habe ich einen relativ kritischen Artikel damals geschrieben, der es dann auch geschafft hat, im Landtag zitiert zu werden, beim Landeswettbewerb der Schülerzeitung. Und ja, also während dieser ganzen Termine, wo ich die Leute dann kennengelernt habe, hat mir das dann dort schon sehr gefallen und ich dachte mir, ja, das wäre ja mal was Interessantes. Und ja, als ich dann damals meinen Abschluss dann bekommen habe in der 10. Klasse, hat mich meine damalige Politiklehrerin, Frau Hass heißt die hat mich damals angesprochen und meinte dann zu mir, Toni,
Mach eins, engagier dich in der Politik, such dir eine Partei und ja, du wirst das schon machen, meinte sie damals zu mir. Und ja, sie hat recht behalten. Warum ist es die SPD geworden? Ja, also ich habe mich während der Bundestagswahl dann sozusagen, also es war gerade die Zeit der Bundestagswahl, ich habe mich da halt eben informiert, war bei vielen, vielen verschiedenen Parteien gewesen und genau, habe mich dann für die SPD entschieden, weil ja, die SPD ja sozusagen für den Arbeitnehmer steht und ich ja eben nicht Politik für die Großen machen möchte, sondern eben für den Otto Normalverbraucher und genau, also ja, seit wann sitzt du jetzt in der Gemeindevertretung? Genau, also seit letzter oder seit dieser Legislatur kann man ja sagen. Also die erste Sitzung war am 20. Juni 2020 gewesen. 19, glaube ich, oder? Oder 19, genau. Das heißt also, du hast so ein gutes Dreivierteljahr politische Normalität im lokalen Bereich erlebt und dann kam Corona. Was würdest du denn sagen, wie ist die Situation jetzt? Tagt ihr überhaupt und wenn ja, auf welche Art und Weise? Genau, also tagen tun wir nur noch ganz selten. Also sonst war es halt wirklich so, dass wir ja einmal im Vierteljahr, also meistens einmal im Vierteljahr getagt haben. Sonst, ja, also es war auch schon mal möglich, dass wir uns jeden Monat getroffen haben, wenn halt irgendwas Großes anstand. Jetzt ist es aber so, dass ja durch Corona halt vieles zum Erliegen gekommen ist. Die Verwaltung musste sich halt eben um ja, viele andere Themen halt kümmern, die halt eben Corona betreffen. Und ja, also wenn ich mir jetzt, also wir haben jetzt bald wieder eine Gemeindevertretersitzung, ich habe vorgestern die Unterlagen bekommen. Und wenn ich mir da die Tagesordnung anschaue, dann ja, sind da 20 stolze Punkte und ich sag mal, die Tagesordnungslänge an sich, also 20 Punkte sind da schon eine ganze Menge, das nimmt halt auch viel Zeit in Anspruch, das alles durchzusprechen, sage ich mal so. Und genau das. Und wird ganz normal, halt so ganz normal getagt im Sitzungsraum und vielleicht mit mehr Abstand oder wie ist so die Regelung? Genau, also wir tagen momentan nicht in unserem eigentlichen Sitzungsraum in der Gemeinde im Löwenberger Land, sondern wir tagen im Bürgerhaus. Das Bürgerhaus genau, gehört auch sozusagen der Gemeinde. Da hat jeder sozusagen auch einen eigenen Tisch für sich. Wir halten einen großen Abstand und ja, die Bürgerinnen und Bürger, die zur Einwohnersprechstunde kommen, die sitzen auch eben anderthalb Meter weit weg voneinander. Während der Sitzung darf auch nicht die Maske abgenommen werden. Alle sitzen mit Maske im Raum und es wird natürlich auch darauf geachtet, dass die Fenster offen sind, dass eben genügend gelüftet wird und ja, genau. Was sind denn im Moment so deiner Ansicht nach die größten Probleme rund um Corona? Also es wird ja ganz viel darüber geredet, Schnelltests für die Kita- und Schulmitarbeiter und so weiter. Läuft das alles gut? Maskenverteilung? Wie sieht's da aus im Löwenberger Land? Also ich denke mal schon, der Bürgermeister hat das alles soweit ganz gut im Griff. Ja, also ich find halt eben nur gerade das mit dem Impfen, ging ja in Brandenburg so ein bisschen schleppend los, sage ich jetzt mal so. Und auch das mit dieser Hotline 116, 117, das war für viele ältere Menschen auch eine Hürde, sage ich mal so. Viele Menschen ja, haben eben tagelang probiert, dort durchzukommen. Also ich habe zum Beispiel auch einen Bericht von einer Kollegin von mir, die bei mir auf Arbeit ist. Also ich arbeite bei einem Hilfsmittelversorger. Die hat 3 Tage lang versucht, dort anzurufen. Als sie dann durchgekommen ist, hat sie dann ihre E-Mail-Adresse angegeben und die Frau, die dort gesessen hat, die hat den Unterstrich auf der Tastatur nicht gefunden und wups, war der Termin schon weg. Und ja, also ich finde, vielleicht hätte man alle Leute anschreiben sollen, auch gerade die Älteren, um denen ein bisschen mehr Hilfestellung zu geben. Und ja, da hätte man anders reagieren können. Also es ist jetzt so, wie es ist. Ich finde schon mal gut, ich habe gestern, glaube ich, oder heute in der Zeitung gelesen, dass das Impfzentrum in Oranienburg ja jetzt auch am Samstag impfen soll. Das heißt, ja, da haben wir sozusagen noch mal mehr Kapazität. Und genau, also ich denke mal, das geht dann auf jeden Fall ordentlich voran. Was würdest du sagen, wie ist so die Stimmung im Dorf, in Grüneberg, in Sachen Corona? Also merkt man, dass irgendwie alles gedämpft ist oder ist vielleicht sogar, schlägt es im Moment sogar schon wieder um? Was hast du da für einen Eindruck?
Also an sich kann ich ja schon mal sagen, also ich sehe wirklich wenig Leute auf der Straße. Also ich denke meistens immer, es ist Sonntag, sage ich jetzt mal so. Also so ist das Feeling, weil es sind halt kaum Leute auf der Straße, kaum Autos zu sehen. Und also die Leute halten sich auch wirklich daran. Man sieht gerade auch nachmittags viele Familien mit Kinderwagen oder so halt einfach spazieren. Und ja, also während des Spaziergangs, klar, trifft man da ab und zu mal jemanden. Manche sprechen mich auch an, Mensch, Toni, wie siehst du das jetzt gerade mit den ganzen Corona-Beschränkungen? Ja, also ich muss auch sagen, die Lockerungen, die jetzt gekommen sind, also da bin ich auch ehrlicherweise ein bisschen skeptisch gegenüber, weil ich sage mir halt, wenn wir jetzt alles wieder öffnen, die Zahlen werden, also wie Herr Lauterbach gesagt hat, die werden wieder steigen und dann stehen wir wieder vor dem gleichen Problem, sagen den Leuten wieder, okay, wir schließen jetzt wieder alles. Also das ist immer so ein Hin und Her, wo ich vielleicht auch sage, vielleicht wäre so eine harte Linie zu sagen, wir machen jetzt mal, keine Ahnung, so, also wir machen jetzt mal alles zu und warten erstmal ab, bis ein Teil geimpft ist, wäre vielleicht auch vielleicht ratsam. Und ja, wie gesagt, also klar muss man auch immer die Unternehmen dabei sehen, die müssen auch entschädigt werden, die müssen unterstützt werden, damit es die nach der Krise auch noch gibt. Und ja, das ist halt eben auch die große Aufgabe, die Bundespolitik jetzt hat, eben diese Unternehmen zu unterstützen, damit die nach der Krise noch da sind. Also das finde ich ganz, ganz wichtig. Aber merkst du, wenn du lebst auf dem Dorf, bist auf dem Dorf groß geworden, hast du den Eindruck, dass man es auf dem Dorf dennoch leichter hat, durch die Corona-Krise zu kommen? Ja, also ich sag mal so, So rein vom Lebensstandard her, meine ich. ja, also ich sag mal, jeder hat hier irgendwie ein eigenes Gehöft, hat irgendwie einen Garten oder so. Also ich sag mal, auch die Kinder, die spielen halt eben jetzt im Garten oder so. Und klar, also für junge Familien kann ich mir vorstellen, es ist schon einfacher. Was ich mir schwer vorstelle, also ich bin ja gerade selbst im Homeoffice. Wenn ich jetzt noch ein Kind oder zwei Kinder hätte, ja, also das wäre dann schon eine ganz andere Situation, wenn ich dann ja noch neben meiner Arbeit hier noch Kinder betreuen müsste. Also da sage ich auch Hut ab vor allen Eltern, die das leisten jeden Tag. Ja, also das stelle ich mir schwierig vor. Wenn Corona, wenn das alles irgendwann mal vorbei ist und wir alles wieder machen können, was wir wollen, was ist so das Erste, was du dann wieder gerne machen möchtest? Oh, ja, also interessant wäre natürlich wieder mal so ein schönes Dorffest oder so ein schönes Erntefest, sage ich mal so, wo dass wir uns alle mal wiedersehen können. Also ich bin ja ein sehr kommunikativer Mensch, ich rede gerne mit Menschen und ich will einfach mal, dass alle mal wieder zusammenkommen und mal ausgelassen feiern können, auf jeden Fall. Wie ist das eigentlich? Plant man eigentlich im Ortsbeirat irgendwas oder sagt man, es bringt im Moment eh nichts? Weil du ja gerade Erntefest gesagt hast, zum Beispiel. Genau, also beim letzten Erntefest hatten wir schon immer überlegt, also wir wussten ja nun nicht, ob sich da nun irgendwas ändert oder nicht. Wir mussten ja immer auf diese Corona-Verordnung warten, aber ja, letztendlich haben wir es dann doch eben abgeblasen, haben gesagt, da kommt erstmal nichts. Und ich denke mal auch, also wir treffen uns auch immer mit Abstand, sage ich mal so, oder schreiben auch per WhatsApp manchmal und dann kann man sich ja mal schnell kurz schließen und sagen, hat es jetzt Sinn, für ein Erntefest zu planen oder eben nicht? Toni, dann danke ich dir ganz herzlich für dieses Gespräch und wie man jetzt immer so schön sagt, bleib gesund. Genau, gleichfalls. Tschüss. Tschüss. Ja, so läuft das So läuft das. in der lokalen Politik. Mensch. Also, die müssen auch irgendwie klarkommen. Heiße Geschichte. Was war denn aber eigentlich das ganz große Top-Thema dieser Woche? Yogi, Yogi geht. Er geht wieder mal. Yogi, Yogi geht. Aber erst nach der EM, wenn denn eine EM stattfindet. Ja, dann müssen wir auf die WM warten. Also nächstes Jahr. Yogi, Yogi geht. Mal ganz kurz, was ist denn nun eigentlich mit der EM? Also findet die nun so statt, wie es geplant war, in den 33 Orten oder Ja, wie machen wir also das? geplant ist immer noch, dass halt an ganz europäischen Städten. Aber es ist doch der blanke Wahnsinn. Keiner. Das Schlimme ist, glaube ich, dass sie das verhindern wollen, dass, glaube ich, ursprünglich ist die ja geplant auf den. Waren die eigentlich ursprünglich geplant? In Polen, ne? Polen, Nein, Tschechien. das war diese große EM, die an ganz vielen europäischen Orten Ja, stattfinden sollte. ich hab keinen Plan.
Ich weiß nur, dass die irgendwann eventuell stattfinden soll. Ja. Nein, wann, wissen wir noch nicht. Juni. Na, Juni. Ja. Das Jahr haben sie noch nicht gesagt. Ja, Löw. Ja. Und schon sitzen die Nächsten im Nacken. Und hast du denn schon irgendwas gehört? Ich habe das Interview noch nicht gehört, wo er sich so ein bisschen geäußert hat dazu. Gab es heute eine Pressekonferenz? Ich habe ihn natürlich nicht gesehen. Und findest du das gut? Also, bei mir, also ich bin ja da, ich bin nur leidenschaftslos. Also es ist, ich finde, dass der richtige Zeitpunkt ist, zu gehen. Früher wäre doof gewesen, weil sie alle gesagt hätten, der zieht sich aus der Affäre vor der EM. Später wäre auch doof gewesen, also ich finde den Zeitpunkt gut gewählt. Und da muss ich dazu sagen, ich habe diese Woche ein Interview auf Inforadio gehört, ja, mit Pierre Lebarski. Das war so schlecht. Das war so schlecht. Ich mag Pierre Lebarski damals als Fußballer und auch später dann als Werbefigur. Und er hat keinen geraden Satz rausgekriegt. Das war, wie gesagt, nur Radio. Und er hat so schlecht gesprochen. Der hat wirklich rumgestottert. Also, das war schlimmer, als wenn wir miteinander jetzt hier reden. Also, trinkt er? Ich weiß nicht, was morgens um 8, nee, nicht mal, das war noch früher. Das war also so ein schlimmes Interview. Da hatten natürlich die Moderatoren ihn gefragt, wie finden Sie das mit Jogi Löw und können Sie sich vorstellen, wer jetzt Nachfolger werden wird. Und er hat so rumgestottert. Das war so ein peinliches Interview. So ein peinliches Interview. Da habe ich mir gedacht, da hätten sich ja echt Lothar Matthäus anstellen können, wäre wesentlich besser gelaufen. Und der soll ja auch Bundeskanzler, sag ich schon, Bundestrainer werden, das steht ja auch auf der Agenda. Lothar Matthäus steht auf der Agenda. Jürgen Klopp steht auf der Agenda, der natürlich jetzt schon gesagt hat, er macht das nicht. Und dann haben alle gesagt, ja, den musst du nur überreden. Denn Ralf Rangnick steht auf der Agenda, Steffen Kunz steht auf der Agenda. Ist das eigentlich so ein schlechter Job, dass so jemand wie Klopp darauf keinen Bock hat? Sagen wir mal so. Er verdient wesentlich besser, wenn er in Liverpool bleibt. Wesentlich besser. Du hast natürlich einen Larry-Job als Bundestrainer, weil du brauchst, hast nicht meine Mutter ruft an, ich kann gerade nicht. Schöne Grüße. Grüße. Als Bundestrainer hast du echt einen Larry-Job. Du hast natürlich schon ein bisschen was zu tun, musst auch Hintergrund, viel planen und so weiter. Dafür hast du auch einen großen Scouting-Bereich, aber du bist dann nicht mehr im täglichen Geschäft. Und ich bin gespannt, wer es wird. Also jetzt vermute ich, dass es Ralf Rangnick wird, weil der sich jetzt auch zur Verfügung gestellt hat. Er sagt, ja, kann er sich gut vorstellen. Aber Steffen Kunz macht auch einen guten Job bei der U19. Könnte auch sein. Aber Kloppi wird es nicht. Und auch kein Lothar Matthäus. Ja, der hat ja total versagt. Oder als Bundestrainer der Ungarn. Dann kommen wir mal zu den Promi-Geburtstagen der Woche. Nein, ich muss noch eins sagen. Wir haben auch nicht über Champions League gesprochen. Diese Woche ist. Die krieg ich, seit die auch nicht mehr im normalen Fernsehen kriegt dann. Aber lustig ist, ja, Barcelona und Juventus Turin sind rausgeflogen. Das sind ja zwei der großen Vereine, die in Europa. RB Leipzig sind auch rausgeflogen, oder? Ja, aber das ist das erste Mal Champions League fast Finale ohne Messi, ohne Ronaldo. Seit 2006, das muss man sich mal reinziehen, ja. Die beiden Spieler, die haben die letzten 15 Jahre wirklich das europäische Fußballgeschehen geprägt und sind das erste Mal nicht mit dabei. Ja, die Promi-Geburtstag. Toll. Ja, fangen wir mit Dienstag an, würde ich sagen. Nee, Montag habe ich zwei. Montag, Timo Boll. Ja, der toll. Große deutsche Tischtennisspieler. TT-Player. Ist hier etwa auch Alkohol? Nee. TT-Player. 40 ist er geworden. Ja. Dienstag, na, natürlich. Und auch noch Montag. Der große, ich weiß gar nicht, ob er jetzt, ich glaube, Mode ist. Ich glaube, er macht Mode. Ja. War auch im Dschungelcamp. Rolfe Scheider ist 65 geworden. Fangen wir mit Dienstag an, ja. Bernd Hölzenbein, ja. Die Legende. Weißt du, bei Timo Boll rollst du die Augen. Weltmeister 74 und eine Legende auf Eintracht Frankfurt, ja. Also, das ist ja, der ist 75 geworden. Das ist ja wohl die Legende auf Frankfurt. So, jetzt kannst du weitermachen. Mittwoch, Sepp Blatter ist 85 geworden. Ja, Fußball. Sind wir hier bei Fußball. Ja, jetzt komme ich Donnerstag. Unser Freund Matthias Schweighöfer. Endlich im erlauchten Kreis der 40er aufgenommen. Genau. Und Johnny Knoxville, der ist 50 geworden. Und der, ich weiß gar nicht, ob man das Comiczeichner nennen kann, aber der, also Janosch, ist 90 geworden am Hammer. Donnerstag. Hammer, oder? Was kann man eigentlich sagen? Ist, also ein Zeichner. Erster Zeichner. Geschichten oder Autor, ja. Tigerente, kleiner Bär, also war schon eine große Nummer.
Und ebenfalls 90 geworden am Donnerstag ist der, ja, der Medienmogul Rupert Murdoch. Ja, genau. Freitag habe ich Liza Minnelli. Die ist 75 geworden. Das war übrigens der Gag vorhin nicht so laut, Manuela. Ja. Hat der Otto mal, also hat doch Otto mal so übersetzt, was heißt Liza Minnelli auf Deutsch? Nicht so laut, Manuela. Und Ricky King, ja. Gitarrengott. Am 75. Sonnabend. Sag mal, gab's hier irgendwie heute? Ja, das, weil das so schäumt, das Bier. Haben sie geschrieben hier. Ja, wisst ihr, kurz ruhig auch mal dir merken, was da steht. Am Sonnabend hat ein großer Moderator Geburtstag. Er hatte keinen runden Geburtstag. Also er ist 42 geworden. Metal Mavis. Und ich habe, also herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag noch nachträglich. Ja. Und ich habe natürlich Nein. ein kleines Geschenk mit. Erzähl dir sowas. So. Ganz, wie es sein sollte, schön eingepackt. Also das ist eingeschenkt, ja viel Mühe hier. Ein Geschenk habe ich auch extra nochmal eingepackt. Was? Bitteschön, herzlichen Glückwunsch auf die nächsten 42. Wann hast du eingepackt? Ey, sag mal, du musst dir aber neu ausdenken. Natürlich kleine Biergeschenke. Übrigens. Ob wir die jetzt hatten oder nicht. Weihnachten. Ne? Weihnachten? Weihnachten? Was? Neu. Ja, ich habe ja, ich weiß immer nicht, was Neues, und deswegen nehme ich einfach irgendwelche Biere, die ich noch nicht kenne. Die hast du mir bereits, wie gesagt, Weihnachten geschenkt. Und hatten wir die auch in der Sendung? Ja, nee, das hat man sowieso schon bei Abdubik, oder? Ah, das nehmen wir nicht. Das nehmen wir nicht. Das haben wir doch von Herrn, wie heißt unser Fridays for Future Typ? Ach so, das ist das, was sie da, ja, okay. Super. Aber deswegen kannst du dich ja trotzdem trinken. Ja, das sowieso. Und das werde ich dann, an dem besagten Tag aus. Nee, das müsste, das war doch gestern. Ich bitte dich. War ja gestern. Ja. War ja gestern. Ein kleines Geschenk. Passend, würde ich sagen. Hoffe ich zumindest. Ey, soll ich sagen, dass sie so einen Walkman hatte? Ja, siehst du. So Technik aus deinem Geburtsjahr, du bist so alt wie der Walkman. Und darum geht es in diesem Buch, cool. Was ich entdeckt habe. Und da findest du alles, was so 1979, glaube ich, so auf den Markt kam. Das ist echt wahr, den habe ich wirklich gehabt. Das ist doch ein Original-Walkman. Aber meinen habe ich ein bisschen später gekriegt. Meinen ersten Walkman habe ich 1986 bekommen. Mit der Kassette von Tina Turner. Du bist ja auch erst 1979 geboren, ich bitte dich. Ja. Ich glaube, ich hatte erst nach der Wende einen Walkman. Meiner war mit, wie gesagt, 86 dazu halt die Kassette von Tina Turner gekriegt. Und Karat. 90 Jahre alt geworden ist übrigens auch der Autor, Regisseur, Filmemacher Wolfgang Kohlhase. Ach, so. Wolfgang Kohlhase hat wirklich tolle Filme gemacht, unter anderem Sommer vorm Balkon. Ja, großartig. Und Solo Sunny, auch ein toller Film. Denn dann bin ich bei Sonntag. Ja. Wolfgang Petersen, Heigner. Die Legende lebt. Er ist 80 geworden. Und heute 35 geworden, der Schauspieler Jamie Bell. Wer? Toller Schauspieler. Bekannt geworden mit Billy Elliot. Dieser Junge, der Idle Dance. Ja. Und hat auch jetzt später in ganz vielen tollen Serien und Filmen mitgespielt. Sehr schön. Ja. Weißt du, man hat CD der Woche. Kann ich noch? Oder? Natürlich. Drüber. Und heute machen wir was Regionales. Ach, ist es soweit? Na, jetzt bin ich ja mal gespannt. Dalibor mit Zeiten. Also, du hast ja auch das Album gehört. Jetzt mal, mal kurz dein Resümee von der Platte. Wie würdest du das beschreiben? Die 10 Songs. Ich kann sowas immer ganz schlecht, weil ich finde entweder was gut oder nicht gut, und ich fand es also schön zu hören. Teilweise interessante Texte, also nicht teilweise, aber meist interessante Texte. Also, ich fand das Album großartig. Weil er hat so diese Berliner Schnodderschnauze und trifft dabei auf Singer-Songwriter. So ein bisschen hat er was von Udo Jürgens mit drin gehabt. Und war unglaublich sympathisch, das Album. Auch wie er auch schreibt, dass er das One Take aufgenommen hat. Das fand ich sehr, sehr cool. Das merkt man auch, dass da auch eine was Erdiges ist, was wirklich rund ist. Und mir macht dieses Album unglaublich Spaß zu hören. Gerade Hey Walzer. Hey Walzer fand ich total cool. Also diese Nummer,
das tragt so ein bisschen auch raus. Weil das war auch im Mittelpunkt der Platte, Nummer 5. Und das hat einen unglaublichen Spaß. Dann diese Quetschkommode dazu, also fand ich total cool. Ostalgie hatten wir ja so in einer Sendung gehabt. Hat er hier im Studio schon mal gespielt? Es war nur Bonustrack und wie er auch geschrieben hatte, das halt, passte halt thematisch halt gut rein. Und ich muss sagen, also mir hat das toll gefallen. Also am besten fand ich wirklich, war seine Gesangskünste und dieses Berlinerische. Was ich nicht ganz so gut war, er hat zwar hervorgehoben, war die Begleitdame, die er mitgesungen hat. Das fand ich ein bisschen gewöhnungsbedürftig, hat nicht ganz so reingepasst, meiner Meinung nach. Aber er als Sänger und Gitarrist macht unglaublich Laune. Also das ganze Konstrukt, diese Platte, ist wirklich schön zu hören und hat auch so eine Leichtigkeit drin. Also ist nichts irgendwie, auch trotz der teilweise schweren Texte, gerade bei dem ersten Plattenbau, wie heißt das richtig? Plattenbau, Romance, das merkt man nicht. Und gerade bei dem, die muss ich unglaublich an Udo Jungs denken, weil er hat so diese teilweise so eine Gesangsparts wie bei Er war noch niemals in New York drin. Fand ich total cool, muss man sich mal genauer angucken. Teilweise diese Zwischenparts fand ich wirklich hervorragend. Also das ist ein ganz tolles Album. Er macht, glaube ich, auch Werbung dafür, irgendwie, dass auch der Erlös auch für seine kleine tiefe Provinz gilt. Und das finde ich toll, das dass er Theater in Krem, ja. Genau, dass er dafür viel zugutekommen lässt. Und es ist ein regionales Produkt für regionale Leute und auch kann sich auch gerne auch jemand aus Bangladesch oder Singapur kaufen. Ich finde es toll. Also was ich sehr schön finde, ist den fetten Weihnachtsengel. Ja. Weil es auch atmosphärisch toll ist. Also ich finde so diese Geräusche im Hintergrund, diese Pling-Plong vom Weihnachten und so weiter. Genau, das macht das Ganze. Ich fand eigentlich schade, dass er das Weihnachten nicht ein bisschen mehr noch... Also das ganze Album, also dieses One-Take-Geschichte fand ich toll. Dass er sich wirklich... Also mittlerweile gibt es ja Leute, die sich treffen, ein Album aufnehmen und Millionen Kilometer voneinander entfernt ist. Und er hat sich in den Raum gesetzt mit seinen Kollegen, spielt das ein, eine Aufnahme gedrückt, aufgenommen, Feierabend. So wie man wirklich früher Rock'n'Roll-Albums aufgenommen. Man merkt natürlich seine Leidenschaft für Tonscheibe, Scherben. Mhm. Du brauchst Töne. Nicht hinschauen, weil eingeblendet ist. Nein, ich stelle da sowieso immer hin. Ich finde es großartig, das Album. Also es macht Spaß und wie gesagt, ich mag seine Stimme, dieses Berlinerisch, dieses angerauchte, vielleicht noch einen Schluck Whisky noch zwischendrin. Toll. Dalibor. Zeiten. Ja. Zu guter Letzt ein großer Fall von erschreckender Dekadenz. Ja, also, behalte ich mal, ich muss aufs Klo. Also, Ostseebad Selin. Ich weiß nicht, ob ihr auf meinem Facebook gesehen habt. Ja. Also, da gab es ja das Kurhaus. Also, nicht das Kurhaus in Binz, sondern es gab auch in Selin ein Kurhaus. Ich glaube sogar auch vom selben Betreiber. Ist erst gut 20 Jahre alt gewesen. Ich habe da auch tatsächlich 2-3 Mal war ich mal da. Ja, und das ist ihnen jetzt nicht mehr gut genug. Ich weiß nicht, was damit ist. Die reißen es jetzt jedenfalls gerade komplett ab. Direkt am Ostseestrand ist gerade auch in Selin eine riesige Steinwüste und wollen da was Neues, noch protzigeres hinbauen. Ja, ja, haben wir ja gerade die Chance, weil es ja gerade keiner da. Ja gut, aber ich meine, die auf der anderen Seite, also da ist ja die, also kommt ja das Hotel, dann kommt der Weg, der dann zur Seebrücke führt. Auf der anderen Seite haben sie schon... Wurde erst vor kurzem so ein protziges Ding hingebaut. Also genau deswegen. Höher, weiter, schneller. Also wer schafft das Höchste, Beste und Protzigste? Also so ist das nach dem Motto. Hm. Ich finde es dazu nicht sagen. Ich finde es auch so schade, dass so dieses, dass so, ich meine, ja, der Seeblick ist mal das Teuerste, aber das ist dann auch als Seeblick immer das ganz Teuerste. Also das dann auch, also ich verstehe immer nicht, dass das immer dann so exklusiv sein muss. Ne? Das ist halt nun mal so. Das ist auch, wenn du nach, weiß ich nicht, zu Teneriffa fährst oder sonst irgendwas, der Seeblick ist das, was die Leute haben wollen. Das ist wie beim auf einer Kreuzfahrt. Bullauge ist das Nonplusultra. Rügen, ich vermisse dich. Und was war das hier? Keine Wochenschau.